So, da sind wir wieder bei meinem Let's Play von GTA 2. Wir haben ja jetzt hier genug Respekt gesammelt und ja, können da jetzt hier die besonders schweren Missionen von den Scientists machen. Deswegen laufen wir da jetzt auch erstmal hin, auch wenn wir uns mal wieder verlaufen. Ich hätte doch einen Wagen nehmen sollen. Da ist auch schon eine wunderbar. Boah. Ja, okay, ich hätte doch besser laufen sollen bei der Geschwindigkeit. Nein, das ist es nicht. Boah, der Wagen ist ja echt mies. Ich laufe doch besser. Bin ich 10-mal schneller. Connecting. Prototypen des ferngesteuerten Taxis brauchen einen guten Tester. Wie wär's? Wenn du gut abschneidest, wartet weitere Arbeit auf dich. Okay. Na gut. Versuchen wir mal unser Glück mit dem ferngesteuerten Taxi. Ja. Aha. Ja. Gut. Dann lass es mich mal aufnehmen und los. Ich fahre einfach mal. Upsala. Das Taxi kaputt. Toll. Was muss ich denn jetzt hier genau machen? Eins. War das jetzt gut? Ja, oder auch eben nicht. Ich fahre einfach mal weiter. Auch wenn ich jetzt irgendwie nur im Kreis fahre. Zwei. Ja. Gut. Ich glaube, da muss ich jetzt hier in den Runden so, in der Zeit so viele Runden wie möglich schaffen. Was ja auch wirklich schwer ist. Ja, okay, wenn man den Wagen nicht gegen die Wand setzen würde, dann wäre es ein bisschen besser. Also ich habe jetzt nur noch eine Minute Zeit, von daher muss ich mich ja wohl beeilen, um irgendwas zu schaffen. Ich hätte es doch nicht einfach wegdrücken sollen. Verdammt nochmal. Und 5. Hey! Ausgezeichnet, du hast den Wettlauf gegen die Uhr gewonnen. Aha. Wir hatten keine Zeit, das System gründlich zu testen. Ja, gut. Gut, dass ihr keine Zeit habt, irgendwas zu testen. Tests werden eh voll überbewertet. Wo will der denn, dass ich jetzt hinfahre? Okay, ich fahre jetzt mal hier unten lang und wie ich mich kenne, ich soll es mit dem ersten verprobieren. Ja. Und genau wie ich mir dachte. Ich komme natürlich jetzt hier erstmal nicht raus. Fahren wir einfach die gleiche Strecke wieder zurück. Bleibt einem ja nicht anderes übrig. Scheiße, Arbeit hier. Was hat der jetzt vor? Ich soll es zerstören. Wie mache ich das denn? Das ist eine gute Frage. Ach, ich versenke es einfach. Ich hoffe, das reicht. Gut. Man kann es einfach versenken. Hey, wenn das weiter so geht, dann ist das eine echt angenehme Mission. Vor allem, das ist eine besondere. War ja jetzt quasi die letzte. Und da machen die sowas Einfaches. Okay. Wundert mich nur etwas. Das ist doch relativ wahr. Leicht ist.
Pfeil ändert sich gar nicht. Upsa. Gut, fahren wir halt hier lang. Ändert nicht viel an der Tatsache. Der steht bestimmt wieder da drinnen. Also eins wüsste ich steige niemals in ein Taxi ein, welches kaputte Scheinwerfer hat. Da steht ein Panzer. Jetzt muss ich es wieder zerstören. Okay. Kein Problem. Aber ich glaube, diesmal springe ich es in die Luft. Hoppala. Ich meine, es kostet ja nichts, ne? Ach, schade, geht nicht. So ein Mist. Na gut, dann senken wir es halt wieder. Ist jetzt auch nicht das Problem. Ein Auto zu zerstören. Da, wart. Und kaputt. Noch einer. Warum steht der da? Verwunderlich. Vor allem, ich muss jetzt hier wieder nur so durch die Gegend gurken und... Habe ich jetzt mehr erwartet. Und die Z-Leute werden mich nachher bestimmt total hassen. Nicht lang. Gute Frage. Hier. Der wartet natürlich nur auf das eine Taxi. Ich hoffe, jetzt kann ich den hier auch leicht versenken. Natürlich nicht. Das ging ja mal gut. Für sowas Einfaches. Jetzt muss ich das gleiche nochmal machen. Oder? Der Damm. Cool. Ich habe Schergen. Perfekt, aber ich brauche jetzt erstmal ein Fahrzeug, mit dem ich die auch mitnehmen kann. Und das ist keins davon. Ah, da die Villa. Die Limo. Perfekt. Man fährt ja immer mit einer Limo da zu seinem Auftrag. Ich frage mich auch wieder, was ich jetzt machen muss. Wieder nur irgendwelche Leute umbringen. Ah, sieht so aus. Irgendwie ist das Fahren mit der Handbremse viel lustiger. Vor allem, wenn man dann so eine extrem lange Limo hat, die man eigentlich überhaupt nicht gut steuern kann. Da gelingen selbst die schwierigsten und engsten Kurven. Wie von Geisterhand. Und ich verfahre mich schon wieder. Ist doch nicht wahr. Upsa. Hat ja keiner gesehen. Okay, da muss ich nicht lang. Und jetzt wäre doch vielleicht ein schöner, schnellerer Wagen von Vorteil. Oder eben auch nicht. Ist schon schnell genug, das reicht schon.
Tja, wo wollen die mich denn da hinleiten? Gute Frage. Bestimmt auf Z-Gebiet oder wie das heißt. Ja, das ist eine gute Frage. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Und hier gibt es irgendwo eine Autobahn. Ich weiß noch nicht wo. Das war am einfachsten, wenn ich der jetzt folge. Mit meiner Limo. Gut, da ist schon mal der Aufbringer. Fahrtding da. Und natürlich geht's da nicht hoch. Tolle Sache. Und da geht's auch nicht lang. Muss ich mich denn jetzt hier so verfahren? Ach mein Gott. Doofe Fahrt. Ich fällt doch nur da hoch. Ja gut, gucken wir einfach mal, wo uns diese Straße hinführt. So, da muss ich lang und hoch. Dann wird es auch bestimmt irgendwo eine Auffahrt geben, ne? Da ist auch noch nix. Auch noch nix. Wie komme ich denn da hoch? Mein Wagen brennt. Oh, ich bin hier auch unbeliebt. Schlechte Idee. Das ist ein Zweisitzer, verdammte Sache. Nein, das ist nicht. Wunderbar. Den besten Viersitzer gefunden, den man kriegen kann. Der sieht doch mal super aus. Besseres braucht man nicht. Aber ich bin immer noch nicht auf diesem Autobahn-Auf-Dings-Hochfahrer. Und das ist doof. Bäh. Da ist eine Auffahrt. Da unten. Au. Mich angeschossen. Arschlöcher. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, ich weiß wo. Aua. Na endlich. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Und wahrscheinlich, wie ich mich kenne, falle ich auch gleich hier wieder runter. Oder eben, man versucht ein wenig vorsichtig zu fahren. Wie einfach mal hier oben nichts ist. Und ich habe Angst, dass gleich irgendeine Kurve kommt und ich sie voll verpasse. Wuppala. Wahrscheinlich kommt gleich noch ein und dann falle ich ins Wasser und dann bin ich ganz tot. Da spricht man vom Teufel und dann passiert's. Toll. Naja, aber der Part ist auch schon zu Ende, deswegen sage ich bis später.